Guten Morgen, Leute. Also wir haben jetzt gerade circa 4.30 Uhr morgens. Jetzt fahre ich erstmal Richtung Mengeneis, das ist über den See. Der nächste Flohmarkt ist leider 45 bis 50 Kilometer weit. Aber anders geht es leider nicht. Weil bei uns ist wirklich in Winterzeit, ist nicht so wie in den anderen Städten, dass du gleich 5 Flohmärkte an einem Tag hast. Da haben wir heute nur 1 oder 2. Aber wenn es heute Mittag noch klappt, noch nach dem Flohmarkt, hätte ich dann noch 2 Pickups. Ich krieg von der Frau eine Uncharted OVP mit 320 GB für die PS3. Nur die reine OVP mit alles, was halt drin ist, für den 20. Ich hoffe natürlich auch, dass die Frau sich dann nachher noch zurückmeldet, wenn ich sage, ich komme jetzt gleich. Man weiß ja nie. Morgen hole ich eine PS3 ab mit OVP. Die kriege ich für den 20er. Ich weiß natürlich nicht, ob sie defekt ist oder nicht. Hat er jetzt nicht reingeschrieben. Aber ich sag mal so, für den 20 nehme ich es trotzdem mit, auch allein nur wegen der Verpackung. Aber eigentlich müsste sie gehen, hat er gemeint. Wäre natürlich super, wenn ich das dann nachher sehe. Bin mal gespannt. Hier haben wir gerade überall Nebel. Naja, dann melde ich mich nachher zurück. So Leute, jetzt habe ich meinen Kollegen erreicht. Der fährt vor mir. Sein Touareg. Wir gehen jetzt Richtung zum ersten Flohmarkt. Der müsste jetzt noch knapp 20 Kilometer entfernt sein. Er gibt aber irgendwie schon richtig Gas, obwohl wir glaube ich noch Zeit haben. Ja, mal gucken. Das ist die Halle, wo der Flohmarkt sich befindet, aber bis jetzt noch zu, Herr Mario. Ja. Noch zu, also warten heißt. Oh Uwe, okay. Ich habe was gesehen, können wir dir schenken? Was? Ob du dir das schenken darfst? Ob du mir das schenken darfst? Okay. Schenkst du mir das? Schenkst du mir das? Funktioniert der Gameboy noch, ja, oder? Ja, ich habe Batterien dabei. Okay. Wie viel würden Sie für das für ihn wollen? Also mit Spiel 15. Mit Spiel 15. Und ich könnte Ihnen das auch als Tausch anbieten, das Tetris. Wie bitte? Das Tetris als Tausch, wenn Sie das unbedingt wollen. Für das Spiel, ja, logisch. Ja. Ja, ja. Dann machen wir einen Tausch, oder? Ja, ich würde es aber gerne testen. Ja klar, kein Thema. Ich hab's nochmal da, falls was ist. R-Type DX. Willst du die haben, oder? Ja. Hä? Entschuldigung? Gehört der überhaupt dazu? Entschuldigung? Was wollen Sie für die zwei haben? Wo? Die Stochen, oder? Ja. Achso, gehört es nicht zu Ihnen? Ja. Hallo. Entschuldigung, was kosten die zwei Spiele? Die, die ersten zwei. Die ja. 4 Euro. Zusammen, oder? Ja. Willst du haben? Willst du? Nimm sie ruhig. Ich sind nur einmal frei. Und die? Also, hier? Wenn du dir noch überlegst, dann nehme ich mal eins. Willst du jetzt oder nicht? Also wir beide drei? Nein. Dann nimmst du. Ich würde das Mickey Mouse für 2 Euro nehmen. Mickey Mouse? Ja, das hier. Das erste. Ja, das hier. Also. Nimm das kurz, dann kann ich kurz Geld rausholen. Haben wir 2 Euro. Dankeschön. Kurz gucken. Ja, Spiel ist drin. Bedanke mich. Ja. Hallo. Wie viel möchten Sie für so einen? Bitte? Für so einen? 12 Euro möchte ich. Für einen? Eine, ja. Haben Sie dazu noch Ladekabel? Ladekabel? Nur eine habe. Ja, oh, scheiße, ausgeleiert. Ja, den nehme ich für 12, für 10. Aber Lade, ohne Ladekabel. Ohne Lade. Für ohne Lade. Ja. Also ohne Ladekabel 10 kannst du nehmen. Ja. Ladekabel kostet 5 Euro, 6 Euro. Alles klar. Willst du ja haben? Hol dir doch, Mario. Okay, ja. 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 Ja.
Jeweils 5 oder wie? Ja, ja, jeweils 5. Und dann wäre es ja. Okay. Und dann sogar 16, ne? Was ist das, so alte Kamera, gell? Kamera, ja, so. Wie ist die Qualität da? Kennst du dich da aus, Mario? Finde ich ganz gut, aber die keine Ladegerät dabei, weißt du? Oh. Da ist Akku schon drinnen, ah, okay. Aber nur keine Ladegerät. Aber da musst du ja? Station kaufen. Ach so. Station? Aber sonst ist gut. Ich kann so gut kaufen, 10 Euro. Ja, wenn man, 10 wenn Euro. Man wüsste, geht, dann ist gut. Ja, 10 Euro. München, oder? Ohne? Die zwei, wenn ich beide nehme. Also 20 machen wir, okay? 10? Das 12. War 8. 8 haben sie gesagt. 12, 8, 12. Nee, 12. Vorhin war das 10. Also 10, das 18 zusammen. 18 Euro kann ich nicht. Also wenn ich wüsste, der geht. Achso, geht's nicht an? Nee. Weißt du, die habe ich gar nichts geladen. Aber das ich hab ist, nur, das ist getestet, das geht, das steht. Glaub mir, die gehen alle. Kannst ja fragen, ob du kurz mit schon da reinläufst. Lange Keller steht, weil drin ja. Ist ja Strom, dann kannst du anstecken und dann siehst du. Ja. Guck, das geht, aber ich weiß nicht, der hat schon. Der hat auf, vor 2 Monaten habe ich voll gemacht einmal. Mehr. Mehr vielleicht. Und was guck, möchten Sie die für, gehen auf da. Was möchten Sie für das Spiel? 10. Guck, die gehen, aber diese habe ich ehrlich nichts. Die habe ich gar nichts geladen. Ja. Okay. Kann ich drin laden. Und wenn nicht funktioniert, dann bringe ich wieder, okay? Okay. Ja. So. Aber 10 Euro. Ja, ja. Ja, okay. Nee, ich nehme das nämlich auch. Ja. Machen wir beide 15. 18, nein. 18. Und ich sowieso blick die, wenn ich. Wenn dies nichts geht, kann ich das nehmen. Oder das nehmen. Mario? Hallo, kann man die mal angucken, die Spiele? Die Spiele? Ja, natürlich. Das ist PSP, gell? Ja. Ja, kennen Sie? Also ich kann Ihnen zeigen, das ist jetzt ein Rennspiel, Avatar. Schau schon mal da, Mario, ob da was ist. Mein Kollege auch. Das ist was nehmen Sie für so ein Spiel? Da 2 Euro. Dann nehme ich mal kurz gucken. Ja, da 2. Oh nee, das ist 5. Das sind bloß 4. Das ist PS3, PlayStation. 2. Das ist das. Ja. Wo war das Avatar? Avatar, Moment. Da. Würden Sie mir die 3 für 5 machen? Das ist schon genug. Ja. Okay. Okay, machen wir. Machen wir 5. Okay. Sie kurz, so, ich habe einen kleinen Tausch. Mein Kollege kriegt von mir das komplette Animal Crossing und ich krieg dafür von ihm Angry Birds Star Wars und Star Wars komplette Saga. Beide sind komplett. Also super Geschäft. So, das Walking Dead habe ich gerade für einen 10er geschnappt, aber mein Kollege wollte es irgendwie. Er hat der Tauschzeug dabei. Er hat mir jetzt dafür die 3 Spiele komplett gegeben. Da sage ich natürlich nicht nein. Also da bin ich wieder. Also wenn Sie es mir komplett für 33 geben, dann nehme ich es gerade mit. 33? Ja. Egal, gibt es nicht. Einmal 10, 20, 30. Was ist das? Ja, alles. Ist von meinem Handy noch. Das ist das nächste Spiel. Nicht, nee, nee, Licht. 10, 20, 30. Okay. Leute, also sieht gut aus. Ich habe gute Ausbeuten gemacht. Ich habe erstmal mit meinem Kollegen getauscht, wie ihr gesehen habt schon im Video. Da habe ich einmal diese 3 bekommen von ihm. War natürlich nicht schlechter Tausch. Alle komplett. Dann die 2 habe ich von ihm bekommen. So, dann Mickey Epic habe ich für 2 Euro geholt. Das ist komplett ohne Kratzer. Ich muss jetzt gerade ein bisschen schneller machen, weil der Akku fast leer ist. Dann habe ich Aladdin bekommen für 5 Euro für die Sega Mega Drive. Aber ohne Anleitung leider. So, dann habe ich die 3 gekauft, die 3 Steelbooks. Bad Company ist komplett für die PS3. Dann haben wir hier Killzone 2. Auch Steelbook. Und dann haben wir hier Call of Duty Black Ops, auch Steelbook.
Also 12 Euro für die drei. Kann man machen. Also ich fand den Tag heute Bombe. Dann habe ich noch bei meinem Kollegen getauscht. Er hat von mir bekommen das Donkey Kong Country 3, wo ich für einen 10er geschossen habe. Dafür habe ich das von ihm bekommen. Das komplett. Das komplett. Und Cars 2 komplett. Also ich muss sagen, nicht schlecht. Ich habe einen 10er gezahlt und habe die Sachen bekommen. Die Super Nintendo habe ich ihm für einen 20er gegeben. So wie ich sie gekauft habe. Dann habe ich von ihm das von 360 für einen 360er bekommen. Das war auch von einem Tausch noch. Also richtig geil mit den CDs. Gefällt mir. Dann habe ich noch das hier getauscht gehabt. Jetzt habe ich das bekommen. R-Type DX gegen Tetris. Dann habe ich noch den Advance bekommen mit Ladekabel für 15. Also ich fand's Bombe den Tag heute. Und ich habe für 15 Euro eine PS2 geschossen. Also komplett mit Controller. Also alles super. Also für mich war der Tag heute Bombe. Obwohl ich sagen muss, es war nur ein einziger Flohmarkt. War halt draußen und drinnen. Also Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr könnt mir ein Abo da lassen, ein Like. Bis zum nächsten Mal, euer Gamefunk. Servus Leute, also es war doch noch nicht alles. Ich hänge beim Flohmarkt-Video noch was dran. Geh jetzt noch eine PS3 in OVP abholen. Ja, solche lahmen Krücken, ey. Alle viel zu langsam unterwegs, ey. Eine PS3 in OVP. Das ist die erste, die Fat Lady heißt sie. Die hole ich jetzt ab für einen 20er mit der OVP. Ich hoffe, dass ich es auf Video mit drauf kriege, wie ich mit ihm rede. Ich sage einfach, ich mache gerade Licht und so weiter zum Angucken, ob alles drin ist. Also bis gleich dann. Das passt schon. Ich habe die erstmal irgendwie reinpackt und habe sie mitgebracht. Ja, ja, Hauptsache der Rest ist drin. Das ist alles original verpackt. Das okay, Einzige ist halt einfach die Playstation. So ein Scheiß. Das passt schon. Okay. Genau, ich glaube, das war schwer. Oh. Also ein 20er. 20er, genau, haben wir gesagt. Okay, okay, super. Das ist das Teil. Und also, Dank. Bedanke mich bei dir, gell? Super. Danke, ach, ciao. Rüber, Desi. Also, Leute, PS3. Da habe ich sie für einen 20er. OVP hat dort oben ein bisschen Beschädigung, aber ich meine für den 20er hier, da sagt man nichts. So, bis dann. Also Leute, dass ihr es nochmal sehen könnt. Hier sind die zwei Anleitungen, hier ist die PS3. Und dann nochmal hier die OVP. Das oben ist halt nicht schlimm, das... Der Reviewer würde sagen, Redeemer viel. Aber ansonsten würde ich sagen, ist die OVP im Top-Schuss. Ist alles da, also das. Die Kabel und so habe ich, wusste das nicht dabei ist, aber ich meine, das ist die kleinste Kleinigkeit, wenn man nur einen 20er zahlt. Sonst ist Stahl ist okay. Da ist auch alles in Ordnung. Unten auch, links, rechts. Also Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamefuchs.